Kapitel 5 Evakuiert. Es begann von einem kleinen Fleck Wald aus, in welchem sich die Gruppe zunächst aufgehalten hatte, begann die Reise mit Funkenherz an der Spitze. Wie der Plan bereits besagt hatte, verlief auch dieser Weg im Verborgensten. Würde sich ein Feind in den Weg stellen, so wären sie alle bereit. Doch einen Kampf zu verhindern, wäre definitiv die beste Wahl. Auch das baldige Boot blieb ein Faktor auf der Reise. Als immer wieder ein Pokémon der Gruppe Ranken, Moos oder auch etwas Harz sammelte. Asche hoffte nur, dass irgendjemand wirklich wusste, wie man ein Boot denn baute. Er hatte wirklich keine Lust, ein ungewolltes Bad zu nehmen. Dabei könnte dieses ganze Unterfangen so viel simpler sein. Wenn sie nur noch ein drittes Pokémon im Team hätten, welches fliegen oder schweben könnte. Jemanden wie Zoroark. Asche hatte noch nicht häufig zurückgeblickt, seitdem er ein anderer geworden war. Es fühlte sich falsch an, sein Selbst als Flamme zu akzeptieren. Und jenes Selbst war das einzige, welches Zoroark gekannt hatte. Wobei er sich nun beinahe fragte, damals hatte er Zoroark gekannt, aber hat er ihn wirklich geliebt? War Flamme überhaupt dazu in der Lage gewesen? Nun, wohl schon. Wo doch die Konsequenzen des Verlustes so groß gewesen waren. Doch trotzdem blickte das Volona nun zurück und hasste sein altes Selbst nur noch mehr. Es war schon heute so schwer zu greifen, was er als Flamme wahrlich gedacht hatte. Es wirkte so fern. Doch wie er gehandelt hatte, es war Irrsinn gewesen. Zoroark war ein Pokémon gewesen, wie er es nie wiederfinden würde. Und gehandelt hatte das damals Vulpix, als wäre die Präsenz des Unlichttypen selbstverständlich. Er spürte die Liebe immer noch. Doch war damals zu starr gewesen, um sie wirklich zu zeigen. War es am Ende sogar besser? Zoroark hatte es verdient zu leben. Aber er hatte auch Besseres verdient als Flamme. Erneut richtete der Fokus des Anführers beim Gedanken an das, was er verloren hatte, sich nach vorne. Zu jenem Pokémon, welches gerade an der Spitze durch Bäume und Sträucher manövrierte. Obwohl er und Zoroark damals ein Paar waren, hatte sich Flamme immer neidisch gefühlt gegenüber dem, was sein Bruder denn hatte. Aber weshalb? Weshalb Neid? Weil er und Funkenherz eine Beziehung hatten, welche auf Gegenseitigkeit und Vertrauen beruhte. Etwas, was ein Flamme nie hätte kreieren können. Damals hätte er lieber seinen eigenen Bruder leiden sehen, als an sich selbst zu arbeiten. Nur um sich nicht eingestehen zu müssen, dass er im Unrecht war. Doch nun blickte er zu dem Luxio, welches in stiller Zufriedenheit neben Sol trabte und den Weg anleitete. Und er konnte selber eine gewisse Ruhe spüren. Es würde noch eine Weile dauern, bis er wahrlich seine Differenzen mit Funkenherz auflösen konnte. Dafür hatte er durch seinen eigenen Hass ein zu großes Unverständnis beider Seiten kreiert. Aber der Wille war nun da. Sollte diese Reise nicht das Ende sein, dann wäre es auch gut möglich, dass Funkenherz irgendwann ein Teil seiner Familie werden würde. Und auch die jetzige Reise hatte einen drögen Beigeschmack. Gegenüber seiner Gruppe hatte es Asche selber gesagt. Sie waren nun Helden. Also warum mussten sie sich bewegen wie Diebe, sicher gehen, selbst von den Augen der Unschuldigen nicht gesehen zu werden? Egal was geschehen würde, die Anzahl der Opfer würde um so vieles größer werden als die Anzahl der Schuldigen. Es gab einmal eine Zeit, in welcher die Weltengeister einen der ihrigen ersetzen konnten. Doch dank Omegon fehlte ihnen bei weitem die Macht, um so etwas zu wiederholen. Wäre Omegon zumindest etwas weniger irrsinnig, gäbe es vielleicht einen Weg,
nicht seinen ganzen Weltenbaum mit ihm in den Tod ziehen zu müssen. Oder stimmte das überhaupt? Immerhin musste Groudon damals nicht sterben. Das konnte außer Latira jedes einzelne Pokémon dieser Reihen durch eine eigene Begegnung mit dem Riesen bezeugen. Aber Omegon, niemals. Selbst wenn es möglich wäre, ihm seine Kräfte zu nehmen, den Tyrann zum sterblichen Pokémon zu degradieren. Asche würde niemals Ruhe finden, wenn er den Meister der Sterne nicht tot wusste. Die Reise dauerte eine ganze Weile. Auch Zeiten der Rast waren eine Pflicht für alle Beteiligten. Nun, beinahe. Asche selber wäre auch ohne Rast weitergegangen. Aber die Dinge hatten sich geändert. Die Erschöpfung der Gruppe war dem Anführer bewusst und ein Anliegen. Als die Sonne sich ein weiteres Mal dem Horizont näherte, verlangsamte Funkenherz. Auch Darkrai wusste, weshalb. Dort vorne liegt Schatzstadt. Um den Strand zu erreichen, müssen wir nicht die Stadt durchqueren, aber den Rand betreten. Ich weiß zwar nicht, ob irgendjemand dort uns beachten oder als Feinde erkennen würde, aber da die Sonne sowieso bereits untergeht, sollten wir vielleicht bis in die Nacht warten. Normalerweise ist die Stadt dann sehr leer. Der Bereich, den wir betreten, hat beinahe nur Marktstände. Wieder eine Weile des Wartens. Gut so. Denn warten wie dieses war keine Verschwendung von Zeit. Es war eine Investition, um das Folgende zu vereinfachen. Ich bin mir sicher, es wird schon nichts geschehen. Die Nacht war eingebrochen und Funkenherz versuchte Sol zu beruhigen. Der Grund hierfür war, dass sie als einstige Bewohnerin der Gegend es für sinnvoll hielt, wenn sie zunächst kurz vorreiste, um zu sehen, ob Stadt und Strand wahrlich leer waren, damit sie nicht auf ungewollte Überraschungen trafen. Und wenn sie durch Omegon schon wissen, dass du zu uns gehörst. Wenn Omegon das selber überhaupt schon weiß und dann noch normalen Pokémon vermittelt. Außerdem, wer sollte sonst gehen? Wenn Omegon vor irgendjemandem gewarnt hat, dann vor dir oder Flamme, weil ihr beiden als Auserwählte aufgebrochen seid. Darkrai kann aus sehr klaren Gründen schlecht sein Gesicht zeigen und Latira wird einfach zu viele Fragen aufwerfen. Außerdem, sollte es wirklich kritisch werden, ich beherrsche mehrere Kampfemotionen, die mir mehr Agilität verleihen, als die Pokémon, die mich stören könnten, haben. Ich könnte leicht entkommen. Du hast ja recht, aber wäre es nicht trotzdem besser, wenn wir einfach alle gehen? Was würde uns überhaupt das Wissen bringen, wenn sich noch jemand dort aufhält? Je nachdem, wer es ist, wollen wir vielleicht mit Strategie vorgehen. Soll, ich verstehe irgendwo deine Sorge. Aber dieser kleine Trip ist vielleicht das Ungefährlichste, was wir in dieser gesamten Welt machen werden. So etwas sagte Zorak auch, bevor er den Edelstein geholt hat. Noch im selben Moment bemerkte Sol, was er gerade wirklich gesagt hatte. Nein, also, ich meine... Das hat er gesagt. Aber er hat es nicht gemeint. Zorak wusste selber, was geschehen würde. Doch es war ihm egal. Solange wir nur fortfahren könnten. Das heute ist anders. Es gibt keinen Grund, weshalb irgendjemand sterben müsste. Jetzt zumindest. Hier gibt es mehr Wege. Wirklich überzeugter war das Fukano durch diese Worte nicht, aber es änderte nicht, dass er sich nicht wirklich traute, nach dem letzten Einwurf noch etwas zu sagen. Stattdessen schwieg er also. Wenn wir das dann geklärt haben, brich auf. Brich auf. Und kehre schnellstmöglich zurück. Nun, gesagt war wie getan. Zwar dauerte die kleine Reise tatsächlich länger als zunächst geplant, was Sol nicht besonders beruhigte. Doch nach etwa einer halben Stunde kehrte das altbekannte Luxio wohlbehalten zurück. Gut, wollen wir dann aufbrechen. Wir haben noch ein Schiff zu errichten. Darkrai war sehr schnell darin, weitere Schritte vorzuschlagen.
eindeutig zu schnell. Ohne mich erst einmal anzuhören? Gibt es etwa tatsächlich Probleme? Oder willst du uns einfach nur von deinem Trip erzählen? Zweiteres könnte ich genauso gut am Strand beim Boot bauen, das weißt du selber. Nein, ich... Also... Ich habe so lange gebraucht, weil ich mich entschieden habe, vorsichtig ein Pokémon anzusprechen, um mehr herauszufinden. Über Omegans Herz. Nein, davon weiß dort niemand. Aber... Schatzstadt ist randvoll. Und das in der Nacht. Die Marktstände sind bewohnt. Ich habe es selber nicht verstanden, deswegen habe ich vorsichtig eins der Pokémon befragt. Und du wurdest dabei nicht hinterfragt? Nee, woher denn? Ich kannte das Mon nicht und selbst diejenigen, die mich kennen würden, würden mich wahrscheinlich nicht als Luxio erkennen, abgesehen natürlich von meinen Freunden. Für die Mon dort war ich auch nur eine von ihnen. Dann sprich. Ich dachte, die Stadt soll leer sein. Warum waren dort Pokémon? Wir haben bisher noch keine Pokémon gesehen, richtig? Selbst nicht in der Ferne, nicht einmal eine Spur. Anscheinend... Ich weiß nicht, was Omegon genau vorhat, aber... Anscheinend wurde durch mein altes Team jedes Pokémon, und damit meine ich die ganze Welt, angewiesen, in den Städten zu bleiben. Kein Pokémon dürfte sich außerhalb von ihnen aufhalten. Ausnahme sind natürlich meine Freunde. Und ein Pokémon, das das Mon gesagt hat, gerade als so etwas wie Omegons Helfer. Er meint bestimmt Sakit. Jedes Pokémon in Schatzstadt muss hier bleiben. Tag und Nacht. Und aus manchen Städten wurden sogar wohl Pokémon umverteilt. Deswegen leben hier gerade mehr Pokémon, als eigentlich reinpassen. Einige der Ausheimischen mussten sich deswegen als Nachtlager mit den Marktständen oder Zelten auf dem Marktplatz begnügen. Kurz, alles ist voll dort. Und der Strand? Weißt du das? Der Strand ist frei. Die Anweisungen an die Mon bestanden lediglich aus bleibt in den Städten und der Strand liegt eigentlich nicht in der Stadt, deshalb lagert dort niemand. Wir müssen aber trotzdem erreichen. Eigentlich sollte das wohl kein großes Hindernis werden. Wer waren sie denn, nicht einmal an einer Stadt vorbeilaufen zu können? Gut. Vorschläge? Also, mich kennen die Mon nicht. Sie waren nur etwas unsicher, da ich von außerhalb der Stadt kam, wenn ich das ja eigentlich nicht dürfte. Ich denke, wenn wir uns nicht zu verdächtig verhalten, kommen zumindest wir drei, also Sol, Asche und ich, recht locker zum Strand. Latira, du kannst fliegen, du kannst auch einen Umweg nehmen und Darkrai, deine Fähigkeiten reichen bestimmt irgendwie dafür. Ich müsste es meinen. Insofern ich den Weg denn finde. Ich sehe aber auch eine Option 2. Immerhin bin ich wortwörtlich ein Schatten. Wenn ich mich also als Schatten bewege und einen eurer Schatten darstelle, wird das wohl kaum Verdacht erregen. Gut, Latira, findest du einen Weg? Bestimmt. Soll ich gleich aufbrechen? Ja, nimm lieber einen längeren, größeren Bogen. Du wirfst zu viele Fragen auf, wenn du gesehen wirst. Dann haben wir doch einen simplen Plan. Und alles hat geklappt. Und wir können auch froh sein, diesen kleinen Ausguck gemacht zu haben. Letztere Aussage war natürlich primär an Sol gerichtet, der sie aber eher ignorierte. Latira war inzwischen bereits aufgebrochen und auch der Rest der Gruppe sollte nicht mehr lange warten. Der Plan war simpel, wie sein konnte. Durchlaufen als gehörte man dahin. Und wenn jemand fragte, würden sie den Strand als Lager nutzen, weil die Stadt sei ja schon voll. Und was sollte schon irgendein Mon gegen diese Begründung sagen? Gar nichts. In der offiziellen Version war Funkenherz vorausgegangen, um rauszufinden, ob noch Platz für sie und zwei Freunde war. Weshalb selbst ihre Frage nach dem Strand prima ins Bild passte. Und sollte irgendjemand sich wahrlich
nicht überzeugen lassen. Keins der Pokémon war hier, um Zeit zu verschwenden. Wenn es eine Alternative zum Kampf gab, immer gerne. Wenn der Kampf nötig war, na gut. Und nötig wurde nichts. Nein, auch hier liefen die Dinge erst einmal glatt. Aber diese Ruhe sollte unseren Helden wohl gegönnt sein, denn lange halten würden sie kaum. Unten am Strand angekommen, war Latira bereits vor Ort und betrachtete die Palmen. Der Punkt des Bootbaus konnte noch tatsächliche Probleme kreieren. Das Hin- und Herlaufen zwischen dem Dorf und außerhalb für Holz wäre dann nämlich doch etwas schwerer zu erklären als die bloße Ankunft. Wobei es auch dafür Wege gäbe und wenn der letzte davon Gewalt beinhaltete. Es waren nur 4 große Palmen, welche diesen Strand schmückten. Doch sie waren eben groß und das Wunschobjekt war es nicht. Glaubt ihr, dass uns 3 Palmen reichen werden? Also, ich denke eigentlich schon. Vermutlich wird es auf dem Boot dann aber recht eng. Wollen wir nicht einfach alle 4 verwenden? Ich meine, also dieser Strand ist ja schon etwas Besonderes und die Palmen gehören auch dazu. Wollen wir nicht zumindest eine von ihnen lassen? Aus dem Luxio sprach klar die Nostalgie, nicht die Rationalität. In wenigen Tagen wird es diesen Strand sowieso nicht mehr geben. Wenn uns 3 Palmen aber reichen, dann können wir damit arbeiten. Solange es nicht schadete, könnte man auch diese Nostalgie in Betracht ziehen.